aus Schnee und Eis steil hinab ins Tal. Das Multisportrennen Peak to Creek im Ötztal steht für Extremsport der Extraklasse. Skifahren, Mountainbike, Skibergsteigen, Rennrad, Kajak, Klettern, Berglauf stehen dabei auf dem Programm. Und zum Abschluss des Staffelrennens wird beim Rafting in der tosenden Ötztaler Ache um den Sieg gekämpft. Für die 42 Weltklasseathleten galt es, so rasch wie möglich von der Spitze des Rettenbachförners hinunter in die Area 47 zu gelangen. Vom Berg zu Tal, vom Winter in den Sommer. 6 Teams A7 Teilnehmer, darunter Sportlegenden, Olympiasieger und Weltmeister, gingen an den Start. Das Team Allstars 2 rund um Berglauf-Weltmeister Helmut Schiersl und den Ötztaler Skirennläufer Christoph Nösig konnte sich gegen die Weltklasse-Konkurrenz durchsetzen und passierte das Ziel in der Area 47 als Sieger. Wir waren immer vorn dran, also 2 Minuten oben. Dann habe ich das eigentlich gut runtergebracht beim Skifahren. Und dann ist es ein bisschen enger geworden. Aber ich sage, alles in allem war es brutal spannend, glaube ich, für alle, weil es super eng war. Und natürlich dann zum Schluss noch mit dem Schlauchboot alle zusammen, da haben wir nochmal alles geben müssen. Gratulation an mein Team, weil ich als Erster dafür starten. Das heisst, mein Team ist mit der Einzelleistung das absolut schnellste gewesen. Und ich bin natürlich froh, dass ich meinen Kajakkran gut runtergebracht habe. This is the first win. So last year we came fourth or something like that. The year before third. But this year it's awesome to be in the first position. And it was really a really good camaraderie, so down in the river. Everyone was really fighting. We were kind of chilling a little bit, but at the same time making sure we're gonna secure the win. Besonders ist schon mal so viele Sportler unterschiedlicher Disziplinen, die am Schluss wirklich in einem Boot hocken. Jeder muss in seiner Disziplin Power geben und am Ende alle nochmal gemeinsam. Und alle kommen zusammen und machen ihre Sportart und am Schluss sitzen wir alle im gleichen Boot. Oder? Das finde ich eigentlich, wie das Sprichwort sagt, alle sitzen im gleichen Boot, finde ich, das ist eigentlich von dem eines von der absolut besten Rennen, die ich überhaupt kenne. Das Coolste ist schon immer mit dem Recht, weil das hat man sonst halt nie im Wettkampf, dass am Schluss alle von der Staffel nochmal rein müssen. Und heute mit dem etwas niederen Wasser muss man dann schon einiges an die Steine. Aber da ist dann halt einfach, ja, wenn es gut funktioniert, tipptopp, und es macht dann halt auch richtig Spaß. This valley is so incredible, so Ötztal. So you can do everything here. So different seasons, skiing, climbing, rafting. It's really fantastic. And everyone just has a great time.